So, hallo, wir machen weiter bei YoGuessr. Nächste Runde, nächstes Glück. Und ja, geht einfach los mit der Daily Challenge. Es gibt ja kein letztes Mal haben wir, also ergibt irgendwie keinen Sinn. Da haben wir letztes Mal Dinge getan, zum Beispiel wieder gefailt. Bei geografischem Grundwissen. Es ist wirklich peinlich, aber wenn man sich dann nachher anschaut, ist man halt auch wieder schlauer. Also das ist. Dann sieht man, was man alles übersehen hat, was da zum Beispiel Flaggen hingen und lauter so Geschichten. Okay. Maximum 80. So, ich sehe jetzt schon mehrere Hinweise für mich erstmal USA. Und zwar diese gelben Schulbusse. Sind die nicht auch so USA-typisch? Die Häuserbauten haben was von USA. So Papphäuser, die einfach weg sind, wenn Windstoß kommt. Und dieser Schulbus, ich weiß, natürlich gibt es sicherlich auch andere Länder. Bei denen gelbe Schulbusse fahren. Aber es hat schon. Was ist das da hinten? Ist irgendwo, so. Da steht da drauf. Westie. Nix. Keine Hinweise hier findbar. Okay. Fahren wir den Bus weiter hinterher. Wir dürfen jetzt ja nicht nur das Land markieren, sondern gerade wenn es die USA ist, sollten wir ein bisschen genauer hinkommen. Aus 395. Da kommen wir fahren mal weiter die Straße. Was Brauchbares kommt. Und ist das Google-Auto langsamer als der Schulbus? Der wird immer kleiner. Muss das Google-Auto so langsam fahren, damit die Aufnahmen ordentlich werden? Das ist gut möglich. Es ist überhaupt mehr interessant zu wissen, wie lange ist so ein Google-Auto, ne? Wie lange das braucht, so einen Bereich abzufahren. Weil das ist ja, es ist ja, es ist ja, ich meine, ihr seht es ja, ich muss es ja nicht sagen. Es ist ja komplett rundherum aufgenommen. Wahrscheinlich muss man da sehr langsam unterwegs sein. Jetzt nähern wir uns wieder ein bisschen dem Google-Auto, dem Bus. Also wenn ich jetzt nichts Besseres finde, klicke ich einfach mitten in die USA rein. Weil wir kommen hier halt nicht wirklich zu irgendwelchen. Alles, was ich habe, ist der Schulbus. Jetzt bin ich im Nirgendwo. Wieso wird die Straße plötzlich so komisch? Hätte ich irgendwo abbiegen können? Wo ist der Bus hin? Oh! Ist das ein. Arete, o Signor. Scheiße, jetzt ist es ist nicht mehr USA. Das könnte jetzt Kanada sein. Weil in Kanada sprechen sie auch so ein bisschen Französisch. O Signor, das hat so. Arete ist auch so Französisch halt an beim Signal. Ich gehe auf Kanada. Weil es macht die Nähe von den USA aus. Oh, zu 4 Sekunden. Ich hätte in Kanada die Quebec-Region wählen sollen. Das ist die französische Region, Quebec. Das stimmt. Da hätte ich hinklicken sollen. Ah. Okay. Aber das Land war richtig. Aber Kanada ist halt auch enorm. Oh, Kanada ist riesig. Ist das alles Kanada? Moment, jetzt kommen wir aber hier zu hoch. Also wo hört denn Kanada ländertechnisch auf? Das sind alles so Stadtsteil, so Staaten von Kanada, oder? Yo, ich hab noch gar nicht so realisiert, wie groß Kanada eigentlich ist. Ich dachte, das sind noch irgendwelche anderen Länder, aber nee. Das ist ja sick. Das ist ja richtig sick. Okay, aber ja, Quebec wäre diese französische Region gewesen. Ich glaube, ob British Columbia und so weiter. Ich denke mal, dass hier auch noch mehr französische Regionen sind, aber vor allem Quebec wäre es gewesen. Ja, da klingelt's.
was der Französischunterricht hergegeben hat. Da war auch Quebec. So, das kann jetzt ein Wald überall sein. Könnte sogar aktuell einfach deutscher Wald sein. Aber ich glaube, in Deutschland, das ist jetzt der nächste Anhaltspunkt. Ich glaube, in Deutschland ist das Auto nicht solche Walddinge abgefahren. Weil in Deutschland sind solche Waldwege ja eher optional, während es halt Länder gibt, wo die gefahren werden. Fragezeichen. Ich habe immer total Bedenken, dass ich mich so irgendwie, dass es so klingt, als würde ich mich abfällig über irgendwelche Länder äußern, aber das soll nie so sein, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Es könnte halt aktuell einfach alles. Das ist auch überhaupt nichts. Ich weiß nur, dass ich in der Region nicht wohnen will, weil auch das ist wieder eine Region. Wenn hier was passiert, bis hier mal, keine Ahnung, Polizei oder sowas auftaucht. Nee. Hier macht man halt so die Sachen unter sich aus, aber... Oh, ich weiß nicht, ich finde solche Regionen heimlich... Hier muss nur ein Mensch wohnen, der anderen schaden will. So. Keine Ahnung. Jo, wir fahren schon 1,5 Minuten. Kommt einfach nie. Stell dich mal vor, hier muss ein Krankenwagen hin. Oder Feuerwehr. What the heck? Wer wohnt da? Wir kommen immer noch nicht auf eine richtige Straße. Also Deutschland schließe ich langsam jetzt aus. Aber wo fahre ich denn? Ist das ein Bushäuschen? Das ist ein Bushäuschen. Manula. Ja. Ach, gucke mal. Palamus irgendwas. Also, Deutschland haben wir ausgeschlossen. Das war in der anderen Richtung auch Palamus. Oh, toll. Seht ihr, wie schnell man mit einem Klick fahren kann? Zarewald. Ich habe keine Ahnung. Ich würde irgendwas in Europa tippen. Wobei, jetzt ist es... Allein nur gut von der Landschaft her, würde ich sagen. Es sieht europäisch aus. Und das tut es halt wirklich. Also es hat jetzt nichts von irgendwelchen südlichen Geschichten. Keine Ahnung. Klingt. Irgendwie sowas da in der Ecke. Ich nehme jetzt... Weiß ich. Ah, okay. Estland. Irgendwas in der Ecke. Also, das war gar nicht so. Man muss sich alles schönreden, ne? Man muss sich ja alles schönreden. Ab dem nächsten Part kann es übrigens sein, dass die Playlist wieder von vorne losgeht. Das heißt von vorne, aber dass Wiederholungslieder kommen, weil ich zwischendurch jetzt auch mal was anderes hören muss. Dann muss ich halt. Wenn ich was anderes höre, wird die Playlist natürlich nächstes Mal von. Also, der Zufallsgenerator stoppt dann sozusagen. So, was ist das hier? Jederlein, Fatra... Ah, SK, SK. Ja, ist jetzt okay. Gibt es mehr, die SK haben können? Eigentlich nicht. Ich gehe eigentlich voll hier hin. Jetzt müssten wir halt noch den Ort hinkriegen. Jetzt vergesse ich immer, dass wir ja eigentlich... Wenn wir die Daily Challenge spielen, dass wir mehr als nur... das Land machen. Sondern auch den Ort brauchen. Ist das ein Ort? Oder, also ist Sasowa ein Ort? Dumbirska. Also ich bleibe auf jeden Fall hier bei... Wobei, es könnte natürlich Slowakia, aber SK könnte natürlich auch hier, ich wollte sagen Skandinavien sein.
Aber wie Skandinavien? Wie könnte denn die Schrift in Skandinavien sein? Das würde ich trotzdem eher slowakisch sehen. Skandinavisch. Skandinavisch hat doch eher wieder so diesen nördlichen Touch. Glaube ich. Da wird schon so viel Blödsinn immer erzählt. Ja, das ist nicht. Habe es aber schon mal gesagt, das ist irgendeine große Stadt auf jeden Fall. Lidl gibt es hier auch. Aber ich. Kein Schild! Kein. Wieso war da jetzt nirgendwo ein Schild, wohin es geht? Woher soll ich denn wissen, wohin ich hier nicht fahren muss, wenn hier keine da? Brezno. Oh Gott, ich muss abgeben. Ja, dafür, dass das Land nicht so groß ist, ist es dann passend, ne? Hätte ich Brezno auf die Schnelle gefunden? Wahrscheinlich nicht. Hätte man wahrscheinlich schon. Da hätte man schon sehr nah ranzoomen müssen. Das dann auch noch zu finden. Nee, okay, passt. Passt, passt, passt. Das ist eine deutsche Autobahn. Nee, ist es nicht, aber fast. Hoffentlich eine europäische Autobahn. Lazara irgendwas. Und das ist Nummer 21. Nee, das ist Ausfahrt 21. Okay, dann fahren wir auf der Autobahn ein bisschen weiter. Beziehungsweise, wir gucken ganz kurz auf dieses Schild. Lassaras Eklipen Ichalen Ulen. Dann gucken wir mal auf dieses Schild. Und dann gucken wir hier. Ach komm. Komm, geh heim. Lausanne. Lausanne. Also ich war kurz auf Frankreich, aber Frankreich passt nicht so wirklich. Aber Lausanne sagt mir wieder was. Finde ich einen Lausanne irgendwo? Also, hallo. Was könnte das noch sein? Welche Richtung muss ich gehen? Ist halt so die Frage. Weiterfahren. Ach, wait, da ist ein großes Schild. Oh, das könnte das Autobahnschild sein, ne? Noch ein Stück. Ja. Also Lausanne. Bern, Schweiz. Wietz. Wietz. Wo ist Bern? Da ist Bern. Da ist Luzern. Moment, soll Lausanne Luzern sein? Nein, glaube ich nicht, oder? Also es geht auf jeden Fall geradeaus nach Bern. Neuchst. Also wir sind irgendwo da so. Ich meine, ich muss jetzt abgeben. Ich kriege mal in die Nähe von Luzern und Bern, so ein bisschen hier in die Mitte. Auf eine Autobahn, da auf die 23 klicke ich drauf. Okay, es war die andere. Da ist Lausanne! Da unten ist Lausanne! Ah, siehst du, der Ort hat mir was gesagt. So, das hat man schon ein paar Mal gehört. Das ist. Ah ja, das ist an so einem See. So, das ist. Was ist das? Lac Léman. Le Mans. Aber ein großer See, oder? Ja, recht groß. Ja, das ist definitiv ein großer. Ist das überhaupt ein See? Das ist ein sehr, sehr großer See. Da ist Lausanne dran, da ist Montreux dran. Geneva. Jo, dieser See. Durch den See geht die Grenze
Das ist schon fast ein. Es ist kein Meer, aber es ist ein bisschen mehr wie ein See. Was wollte ich sagen? Geht die Grenze von Schweiz und Frankreich? Wusste ich auch wieder noch nicht. Bisschen wie Gardasee. Hier ist der Gardasee, oder? Ja, der Gardasee. Das ist auch ein riesiger See. Da waren wir auch ganz oft im Urlaub. Da ist das Gardaland auch irgendwo im Freizeitpark. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle vom Gardasee das Gardaland ist. Aber da waren wir hier oben immer. Finde ich die Ortschaft? Wo waren wir da immer im Urlaub? Wir hatten immer das gleiche Quartier. Aber oh, wie hieß denn der Ort, wo wir waren? War relativ bisschen nördlich vom Gardasee. Es war noch mehr in Südtirol. Warte mal, Südtirol ist. Na, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber das war so unsere ganz, ganz lange war das unser Urlaubsgebiet. War schon cool. So. Ach so, wir sind. Ach, ich höre einfach auf und quatsch über Urlaub. Ist okay. Alpenfuse. Okay, wir sind in den Alpen. Das ist schon mal ganz klar. Skating Rink. Oder gibt's Alpenfuse auch da, wo nicht Alpen sind? Weil das klingt jetzt halt sehr. Stavely Chaplin Falls? Das klingt nicht nach Alpen. Das ist so englisch würde das doch nicht geschrieben. Würde das doch nicht geschrieben, wenn das jetzt, keine Ahnung, Schweiz, Frankreich oder sonst was wäre, dann würde man doch trotzdem die erste Sprache nehmen. Chaplin Falls Skating Closed. Wahrscheinlich gibt es Alpin auch. Ja gut, Alpin ist ja mehr. Heißt ja nicht nur, sind ja nicht nur die geografischen Alpen. Was heißt eigentlich Alpin? Solche Fragen stellt man sich dann, wenn man dieses Spiel spielt und merkt, dass man wieder nichts weiß. Irgendwas by Permit Only. Also ist auf jeden Fall Englisch hier alles. Ah, und hier ist Schluss. Hallo. Oder bin ich jetzt auf den Parkplatz und deswegen war das Schluss und ich kann hier weiterfahren? Kann hier nicht weiterfahren. Großartig. Dann ganz schnell zurück. Die andere Richtung. Dann habe ich jetzt nämlich noch keinen Inhaltspunkt. Oh nein. Den werde ich so schnell auch nicht bekommen. Weil hier einfach nichts kommt. Mal wieder. Stopp. Zurück. Zurück. Ashburton Stavely Road. Großbritannien, USA, England. Ich kann nicht weiterfahren. Hallo? Jetzt. 22, 20. Ah, ich. Ja, ihr haut mich gleich wieder komplett zusammen. Aber ich gehe auf Großbritannien. Ja. Muss jetzt halt abgeben. Aber so Gebirge gibt es ein. Ach, keine Ahnung. Ja, es war wieder Neuseeland, natürlich. Es ist immer Neuseeland, wenn es nicht. Wenn es so. Also ist Neuseeland oder Australien. Es ist immer das da unten, wenn es nicht USA oder England ist, aber so aussieht wie USA oder England. Mann! Zumindest man diese USA oder England-Vibes hat. So, wie viele 5000er gibt es wieder? 25000er? Vier! Lord Marcos, Deus Neo Machina, MDTK und Cardinals 19392 haben 25. Wie
wie kommt man denn auf einen Meter genau an die Stelle in Neuseeland, wo wir gerade waren? Wie? Na gut, vielleicht kann man die Orte kennen, ja. Aber dann exakt die Stelle, wo man war, auf einen Meter genau zu bestimmen? Das ist crazy. Das ist echt crazy. Ich würde bei sowas natürlich immer interessieren, wie weit ihr gekommen wärt. Ob ihr irgendwelche Hinweise gesehen hättet, ob ihr mehr verstanden hättet als ich. Aber auch dazu muss ich halt sagen, wenn man zuschaut, das ist einfach. Als wenn man selber spielt. Okay, blamieren wir uns noch ein bisschen mit Battle Royale. Da ist halt nochmal der Zeitdruck enorm. Viel schlimmer als alles davor. Okay. Ich hab so ein bisschen mexikanische Vibes, aber nicht sicher. In der ersten Runde kommen ja eh alle durch, das heißt, ich kann mir Zeit lassen. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein. Und solange da oben Mexiko nicht auftaucht, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Leise. Kolumbien? Ja, jetzt fangen sie nämlich alle an zu raten. Seht ihr das? Brasilien? Jetzt wird's dumm, aber. Wo waren wir? Guatemala. Wie soll man denn darauf kommen? Nur zwei hatten's, habt ihr's gesehen? Nur zwei, nee, drei hatten's, deswegen waren oben noch zwei Plätze frei. Für die nächste Runde. Was ist das für ein Lied gerade? Remember Always. Sagt mir leider nicht, woher das kommt. Aber falls jemand wissen will, was es für ein Lied ist, Remember Always heißt das. Meint man dann ja. Okay, Woolworth. Ja gut, aber das gibt es halt auch wieder überall. Und selbst in Deutschland haben wir ein paar, wenn auch nicht viele. Shoprite oder Shoprite. War hier nicht gerade noch so ein Bushaltedings? Dachte mir auch. Viel, glaube ich. Wahrscheinlich nur das Bushalteschild. Entschuldigung. Aber das ist schon wieder irgend so ein. Oh, das Lied ist cool. Das ist vielleicht aus Remember Me, wegen Remember Always, ich weiß. Ich klicke jetzt einfach ein paar Sachen hier durch. Uganda. Ja, wenn ich weitergeklickt hätte, wäre ich hingekommen. Einer hat's, der hat einfach gewonnen. Aber ich hätte einfach weiter raten, ne? Eins hätte ich noch gehabt, aber gut. Okay, das sieht jetzt schon europäisch aus. Arbe. Prater. Wait, das ist doch Wien. Österreich. Hä? Ich will Österreich. Danke.
Ja, können wir uns jetzt noch ein bisschen umgucken. Und mal durch Wien fahren, wer es noch nie getan hat. Grand Hotel Alte Donau. Das ist das Hotel, oder was? Boah, sieht es nicht so einladend aus. Aber vielleicht drückt der Schein von außen. Bestimmt ein 5-Sterne-Hotel gewesen. So, Bootsvermietung. Also, wir müssten ja an der Donau sein, wenn hier so viele Boote und Geschäfte. Hallo, Donau. Da ist der Donauturm. Fahren wir mal zum Donauturm. Ah, das. Ja, okay. Wait, ist das jetzt dunkel? Ich wollte gerade sagen, hat das nicht geladen oder bin ich in einem Tunnel? Okay, es hat einfach nicht geladen. Ich dachte gerade schon. Weil so dunkel, so ganz ohne Licht, das wäre jetzt richtig merkwürdig gewesen. So, ja, hier, okay. War wahrscheinlich in der besten Gegend gelandet. Jo, wieso haben das jetzt schon wieder Leute richtig? Das ist auch schon wieder irgend sowas Afrikanisches. Ziemlich sicher. Wobei natürlich so Kolumbien-technisch, ne, Südamerika ist natürlich auch drin. Wahrscheinlich eher sogar Südamerika. Ah, man weiß es nicht. Wieso haben das Leute jetzt schon richtig? Okay, ich muss jetzt ganz schnell einfach mal raten. Und zwar gemäß Flaggen, die noch nicht da oben sind. Wie zum Beispiel Venezuela. Wie zum Beispiel Kolumbien. Wie zum Beispiel. Mexiko passt nicht. Guatemala. Ach, ich weiß es nicht. Käse. Ich frage mich, was die für Hinweise haben, gefunden haben. Ich frage mich, was die für Hinweise immer finden. Dispensa Familia. Bienvenidos. Okay, Homepage. Keine Homepage. Sind auf jeden Fall auch schon wieder so sprachentechnisch so spanische Wurzeln, ne? Aber für Spanien sieht es nicht europäisch genug aus, die Gegend. Auch nicht. Auch keine Homepages oder bisher hat es keiner. Dann klicke ich gleich wieder einfach irgendwas durch. Jetzt haben sie auf einmal zwei. Das wurde gerade schon geschätzt. Das wurde auch schon geschätzt. Guatemala. Das sind. Einfach zu viele, um das dann immer zu raten. Ach so. Okay, ich kann das. Hallo? Jetzt. Dann fahren wir lieber in die Richtung wieder zurück.
Ist auch schon wieder Schluss. Ah. Oh, wir kommen in die Zivilisation, guck mal. Die große Straße. Mit Kirche. Ah, das ist wieder diese Gegend. Irgendwas aus der Ecke, keine Ahnung. Was? Es sind so viele Möglichkeiten. Was ist Serbien. Okay. War ich gar nicht mal so richtig. Einer Großstadt. Ich habe europäische Vibes. Aber das muss doch nichts heißen. Ah, Nekrotinin. RS. Okay, RS. Was könnte denn RS sein? RS. Fällt euch ein Land ein mit RS als Domain? RS. Ich werde mir gleich so an den Hintern beißen. Wieso ist Serbien RS? Wieso? What? Ist SR schon weg oder was ist da passiert? Wieso ist das RS? Wieso bist du RS? Wieso darfst du das? Wo bin ich schon wieder? Oh nee. Wieso haben das jetzt schon Leute raus? Was haben die denn gefunden? Aha. Bin ich denn jetzt gelandet? Und wo komme ich denn? Jo, ich hab... Oh, hier kommen wir raus. Hier kommen wir raus. Wait, ich komme hier nicht raus. Hier geht's in die Freiheit und ich komme nicht raus. Wie haben Leute hier irgendwas rausgefunden? Wie? Geht doch nur, wenn man das kennt. Und das ging in die andere Richtung. Besser weiter. Danach da. Jo, ich habe keine Ahnung. Ich könnte irgendwas raten, aber... Sind bestimmt in Frankreich. Schade. Jo, na klar waren wir in Finnland. Wer kennt's nicht? Dieses Waldstück in Finnland. Ganz, ganz berühmte Sehenswürdigkeit.
Ja, diese Wege. Ich bin doch kein Fahrrad. Ja, und nü? Wie kommt man jetzt hier durch? Ist das Auto einfach weg. Google Auto hat es einfach weggezaubert. Vielleicht ist er da reingefahren, man weiß es nicht. Jo, was sind das für Straßen? Was passiert eigentlich, wenn es keiner rausfindet? Ich meine, bisher gibt es nur einen Guess. Ich meine, die raten gleich wieder wild los und dann. Ich würde gerade sagen, dann wird alleine schon anhand der Wahrscheinlichkeit irgendwie was getroffen. Okay, wow, wir können endlich was lesen. Okay, schnell lesen. Ist irgendwo. Ich hätte jetzt nicht direkt die Gelanke angeklickt, aber irgendwas in der Ecke hätte ich durchprobiert. Afvalpunt, Merkert-Dreef, Amsterdam, Niederlande, ab dafür. Ich meine, ich muss nicht schnell sein, aber es ist egal. Eine Runde haben wir mal wieder. Was soll ich mit so Karten anfangen, wo ich einfach im Nirgendwo starte? Das ist doch verrückt. Was ist das für ein Lied? Intro vom Dual Test Drive 2. Ah, okay. Von einem Autorennen. Spiel. Ach, ich könnte mal das Remember Always ganz fix in meine Songs einpacken. Gut. Weiter im Programm. Sind einige weitergekommen. Drei haben es nicht rausgefunden. Was soll ich dazu sagen? Stimmt, Sri Lanka. Finnland war es vorhin, dieses Waldstück. Alter. Wieso hat es jetzt schon jemand? Wieso haben es jetzt schon zwei? Wieso schätzen Leute zweimal Deutschland, wenn es schon einmal raus ist? Halt, da war Zivilisation. Wow. Das ist auch schon wieder so ein Gebiet. Ich möchte da nicht wohnen. Was zur Hölle? Wie soll denn hier schnell die Feuerwehr oder ein Krankenwagen oder sonst was hinkommen? Wieso dürfen die das? Ja, wir haben die Hauptstraße erreicht oder so. Leute, ich habe doch keine Ahnung. Ich gehe auf irgendwas Europäisches, was so ein bisschen Waldgebiet auch sein kann. Was weiß ich? Es kann alles sein. Kann effektiv alles sein. Ah, gut. Was ist halt das hier? Ja, wow, zwei haben es rausgekriegt. Jetzt spielt die zwei um das hier. Okay.
Letzte Runde. Jundiere Asare. War zu weit. Asar, Gebr, Grundir, Gebr, Fitjar. Also Gebr könnte für die Stadt stehen, aber Gebr klingt komisch als Stadt. Reykjavik, Gardabären, Gardabären. Achso, Gebr steht für Gardabär. Ja, wo ist denn das? Könnten sowas sein. Schon wieder komplett lost, ne? Wurde schon geschätzt. Das wurde noch nicht. Oh, okay. Das Land. Na gut. Zu viele Karten, mit denen ich nicht anfangen kann. Ah. Aber andererseits muss man es halt auch so sehen. Man kann sich nur weiterbilden. Ich sehe doch jetzt schon, dass hier weit und breit nichts ist. Außer sowas da. Wenn wir in einem RPG, würde der mir jetzt Sachen verkaufen. Also rein gegentechnisch sieht es sehr schön aus alles. Kann ich bis darüber abkürzen? Nein, muss ich. Oh Mann. Keiner hat es bisher. Viel wurde schon geraten, aber bis jetzt keiner. Würde echt mal interessieren, was passiert, wenn es keiner rausfindet. Ist dann die Runde vorbei oder geht es einfach nochmal von vorne? Jo, wie bin ich denn gerade? Hat irgendeinen ganz komischen Dings gemacht. Keiner hat's. Alle bleiben. Okay, aber jetzt können sie noch neun schaffen. Lesotho? Ich habe Lesotho noch nie gehört. Wie heißt dieses Land auf Deutsch? Lesotho? Habe ich noch nie gehört. Kanntet ihr Lesotho? Ich dachte jetzt so, okay, zumindest namentlich müsste ich alle Länder kennen, aber Lesotho? Was ist das für ein Land? Es gibt Länder, die ich noch nie gehört habe. Wo ist dieses Lesotho? Okay. Oh, das ist von Breath of the Wild, ne? Ach, von Pokémon. Pokémon nicht bestellt. Okay, das ist irgend sowas da, osteuropäisches. Ich sollte gucken, was schon geraten wurde. Ja, jetzt wird es langsam kritisch. Ukraine ist schon raus.
Das sehe ich noch nicht oben. Schade. War ich wenigstens mit Osteuropäisch richtig? Kroatien, naja. Naja. Okay, letzte Runde. Könnte irgendwas Europäisches, Alpentechnisches sein. Bisschen. Vielleicht hätte ich dem Ort bleiben sollen. Hallo, fahr halt weiter. Nächste Ortschaft. Okay, wir sind aber schneller als dieses Auto da jetzt zum Beispiel. Da kommt es aber natürlich nicht vorbei. Wait, überholt der das gerade? Wie dünn ist dieses Google-Auto? Nicht, dass es gerade relevant ist, aber was? Hat mir leider nicht geholfen. Keine Ahnung, wo wir sind. Die klicken auch wild einfach alles durch. Schade! Montenegro, ja. Hätte ich sofort gefunden. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich muss jetzt hier mal... nur kurz eine Karte aufhaben. Muss jetzt mal dieses Losata oder was war das für ein Land suchen? Wo ist das? Das ist doch bestimmt hier irgendeins. Also ich hätte gedacht, ich kenne zumindest alle Länder mit Namen, aber. Hier ist es nicht. Wo ist dieses? Dieses Land. Aber ja, die kennt man hier mit Namen. So, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, hätte ich noch nie gehört, diesen Namen. Da wäre Sri Lanka, da ist Singapur, Indonesien, Laos. Was war das für ein Land? Los. Wie gesagt, wie heißt dieses Land auf Deutsch? Vielleicht kennt man es ja unter einem deutschen Namen. Und es ist jetzt einfach ganz unbekannt, weil man es halt nicht als Dings kennt. Dann muss es hier von eins sein. Jetzt haben wir doch alles durch. Jetzt haben wir doch wirklich gleich alles durch. Land kann doch nicht so klein sein, dass ich noch mehr ranzoomen muss, bis es auftaucht. Es geht ja nur um das Land. Das wird doch wohl das Land anzeigen. Was ist das für ein Land? Ich muss das nach der Aufnahme suchen. Ich finde es jetzt nicht. Natürlich weiß ich nicht, wo es ist. Ich meine, sowas wie Luxemburg, ne? Das müsste man halt auch brutal nah ranzoomen, bis das mal auftaucht. Aber selbst, also jetzt taucht Luxemburg auf. Also jetzt ist man so nah rangezoomt, dass selbst so ein winziges Land wie Luxemburg auftaucht. Dann werden wir es doch jetzt schaffen, mit diesem Zoom-Ergebnis hier auch dieses Lotas, Losata, Lator, ich weiß nicht mal mehr, wie es geschrieben wurde, zu finden, oder nicht? Ich meine, das kann doch nicht sein. Gut, sowas wie Sierra Leone hätte ich tatsächlich auch noch.
Es muss irgendein ganz winziges Land hier irgendwo sein. Irgendwo hier so, weiß ich nicht. Oder hier in der Gegend, da gibt es auch so viele kleinere Länder. Aber das passt, also es passt halt rein namentlich nicht hier so dazu. Na, das ist das Ding. Was sowas hier? Rwanda, Burundi, habe ich noch nie gehört. Aber es scheinen extra Länder zu sein. Eswatini. Da! Lesotho, ist es das? Lesotho, oder? Da ist dieses Ding. Das ist einfach. Das ist ein. Ist, sehe ich das jetzt richtig? Das ist einfach ein extra Land, was von Südafrika umringt ist. Wie ist das denn entstanden? Bin fasziniert. Okay, wieder was gelernt. Danke fürs Zuschauen. Die paar Ziele sind merkwürdig, ich weiß, aber ja, übrigens, wer das Lied hier wissen will, Portland Winds von Fire Emblem Three Houses, eines der neueren. Three. Mein TH ist wieder on point. Egal, danke fürs Zuschauen und tschüss.